Ja, hallo liebe Freunde, heute gibt es einen neuen Riff für euch und zwar diesmal das bekannteste wohl aller Zeiten der Rockgeschichte und zwar Smoke on the Water, das Intro von der Gruppe Deep Purple. Ist einfach, ja, dieses Intro ist so bekannt, eigentlich müsste es wohl jeder Gitarrist können und kennen vor allem und es macht auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, es zu spielen. Ja, und deshalb bringe ich euch heute ganz leicht bei, wie ihr diesen Riff ganz leicht nachspielen könnt. Ja, wir fangen also an. Was wir dazu brauchen, sind folgende Finger auf der Spielhand. Ich spiele es jetzt mit dem Mittelfinger und mit dem Ringfinger. Diese beiden Finger bleiben immer zusammen. Ja? Ihr könnt euch, wenn ihr euch die nicht zusammenhalten könnt, macht euch ein Stück Klebestreifen rum oder ein kleines Gummiband, was auch immer. Die Finger bleiben immer zusammen, weil die wechseln im Grunde nachher die Seiten. Ihr braucht keine anderen Finger, ja? Ihr braucht nur diese beiden. Ihr könnt das Ganze mit Plektrum spielen. Ja? Ihr habt also könnt euer Plektrum ganz normal nehmen und könnt dann die Saiten anschlagen. Oder wie ich es jetzt hier mache, oder wie ich es gerade gemacht habe, mit, einfach mit meinen beiden Fingern, das würde auch gehen, mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger. Ihr zupft einfach dann die jeweiligen beiden Saiten, die ihr im Grunde dazu braucht. Ja? Einfach zupfen dann. So, ich zeige euch jetzt erstmal von der Fernansicht, wie es einmal gespielt wird. Dann stelle ich die Kamera gleich nochmal um und zeige euch ganz nochmal vom Dichten, wie ihr das Ganze greifen müsst. Also, wir fangen an. Und zwar im fünften Bund. Ich erkläre jetzt hier oder sage die Saiten nicht dazu, ja, welchen Saiten ich die Finger greife. Ich sage es immer so, dass wir im Grunde von oben aufs Griffbrett raufschauen und dann die jeweiligen Saiten hinuntergehen. Das ist für Anfänger in der Regel leichter zu merken. Deshalb haben wir einfach dieses vereinfachte Schema für euch jetzt genommen. Also, ihr nehmt also eure Mittelfinger, nehmt ihr im fünften Bund auf der zweiten Seite von oben gesehen. Und euren Ringfinger eine Seite drunter, auf der dritten Seite ebenfalls im fünften Bund. Ihr habt bei diesem Riff immer zwei Saiten, die gleichzeitig gegriffen werden müssen. Ja, ihr könnt es auch, wenn ihr möchtet, erstmal nur mit einer Seite versuchen. Geht genauso. Aber das Original wird auch direkt mit diesen zwei Saiten gespielt. Und ja, hört sich dazu einfach natürlich total toll an. Wenn ihr jetzt natürlich jetzt euer Verstärker zu Hause eingestellt habt und denkt euch so, das hört sich ja überhaupt gar nicht rockig an, wieso ist das bei mir jetzt genauso? Ist kein Thema, ich habe auf meiner Webseite gitarrenspieler.com ein Foto online gestellt von dem Verstärker, den ich habe, mit dem ich jetzt hier auch gerade spiele und habe euch dort mal die Einstellungen fotografiert. Wenn ihr einen ähnlichen Verstärker habt, solltet ihr das ähnlich hinbekommen. Ich habe jetzt hier viel Gain reingebracht, dass die Gitarre sich schön verzerrt anhört. Ja, habe sehr einen bassigen Sound mit reingebracht und sehr crunchig. Aber wie das sich das genau einstellen lässt, das schaut ihr am besten mal unter Gitarrenspieler.com nach. So, also zurück zum Titel. Wir fangen also an, wie schon erwähnt, wir greifen diese Saiten, zupfen das einmal, rutschen dann im Grunde runter in den dritten Bund. Ihr lasst die Finger, wie gesagt, so zusammen. Dann den Mittelfinger auf der dritten Seite von oben und den Ringfinger auf der vierten Seite. Schlagt die genauso an. Dann rutscht ihr wieder zurück in den fünften Bund. Zurück in den dritten Bund. Also von vorne. Dann geht ihr in den sechsten Bund. Fünfter Bund. Dritter. Ganz einfach. So, wahrscheinlich könnt ihr euch jetzt nicht das so genau sehen oder vorstellen. Deshalb stelle ich kurz die Kamera um und zeige euch das von nah an. Also, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Und zwar zeige ich euch jetzt nochmal von der Nahansicht, wie ihr es greifen müsst. Ihr fangt jetzt, wie gesagt, von oben aus gesehen an zu spielen. Ihr greift also diese beiden Saiten, ja, und ich zupfe sie dann im Grunde. Die beiden Saiten zupfe ich dann mit den Fingern. Und die anderen Seiten, ich natürlich spiele dann das gleiche in grün. Deswegen zeige ich euch die rechte Spielhand jetzt nicht mehr. Also merkt euch einfach, jeweils die Saiten, die ihr auch greift, müssen beide zusammen gegriffen werden, ja. Ganz einfach. So, wir fangen also nochmal an. Wie schon erwähnt, wir fangen im fünften Bund an. Jeweils zwei Seiten gegriffen, von oben gesehen aus die zweite Seite mit dem Mittelfinger und den Ringfinger drunter. So, einmal anschlagen, dann rutscht ihr im Grunde runter in den dritten Bund. Das gleiche in grün, bloß jeweils eine Seite tiefer. Einmal anschlagen,
Dann rutscht ihr zurück wieder in den fünften Bund. Wieder zurück in den dritten. Und wieder zurück in den fünften. Nach oben dann wieder, ja? Dann in den sechsten. Los nochmal. Also fünfter Bund, dritter, wieder dritter, sechster, fünfter, dritter, fünfter, sorry, fünfter, dritter, fünfter. Am besten ihr schaut euch dazu das PDF einfach mal an, was ich auf unserer Webseite habe. Das ist am besten, wenn ihr euch das nochmal dazu vorlegt. Ihr habt da genau die Schritte, die ich euch gerade erklärt habe, nochmal aufgezeichnet. Und deshalb soll es eigentlich auch relativ einfach zu spielen sein. Ich wiederhole es aber nochmal. Also, im fünften Bund, dann dritter, fünfter, wieder von vorne, fünfter, dritter, sechster, fünfter, wieder dritter, fünfter, dritter, fünfter, dritter, fünfter. So, ich denke, das sollte reichen. Wenn es Fragen gibt, meldet euch einfach bei unserem Forum unter gitarrenspieler.com/forum. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.